Willkommen zurück, liebe Freunde. Es geht weiter mit Thronebreaker. Mir ist eingefallen, jetzt wo ich das hier sehe, bei dem Lager, wir sollten eigentlich noch mit jemandem aus unserem Lager sprechen im Messezelt. Das hatte ich voll vergessen. Der hier wollte eigentlich noch irgendwas, aber scheinbar jetzt irgendwie doch nicht oder so. Also Gesamtzeit an diesem Gebiet hatten wir jetzt eine Stunde, okay. Braucht ihr meine Hilfe? Da warst du ja lange unterwegs. Hast sicher viele exotische Orte gesehen, bevor du nach Mahakam kamst. Das stimmt. Kovir, Metina, Nazair, Serikanien und sogar Korat. Ein schöner Ort, aber heiß wie ein Drachenfurz. Und zum Rübenanbau taucht er gar nicht, falls ihr euch das fragt. Auch in Novigrad war ich kurz, aber da hat es mir nicht gefallen. Was? Novigrad ist doch voll schön. Wieso? Der Hierarch hat meine Erfindung als unheilig, böse und so weiter verunglimpft. Oje. Wollte mich mit ihnen auf den Scheiterhaufen werfen. Es gab also Meinungsverschiedenheiten. Ich werde es wohl bereuen, ja, aber was genau hattest du erfunden? Ach, ich wusste, dass ihr das wissen wollt. Ihr habt einen regen Geist, liebe Königin. Ganz wie ich. Es war eine sehr clevere Vorrichtung für eine Witwe, versteht ihr? Die nach dem Tod ihres Mannes sehr einsam war und gewisse Bedürfnisse... Moment, es war eine sehr clevere Vorrichtung für eine Witwe, versteht ihr, die nach dem Tod ihres Mannes sehr einsam war und gewisse Bedürfnisse... Aha. Geil. Halt! Aufhören! Ich wusste, es ist ein Fehler. Wenn man diese Spezialkurbel bedient hat... Barnabas, Schluss! Ihr wollt, Majestät. Junge. Aber wenn ihr das Ding doch mal sehen wollt, ich habe den Prototypen immer dabei. Ich werd's mir merken. Und nun wechseln wir das Thema. Bei den Göttern. Hallo, sei doch mal nicht so verklemmt hier. Was ist denn da los? Wart ihr die ganze Zeit hier? Geil. Hör mit dem... Arnjolf, setz dich, trink was und lern meine Männer kennen. Können wir mit dem reden? Ich glaube, du hast mich falsch verstanden, Weib. Ich bin nicht hier, um Freundschaften zu schließen. Ich kämpfe in deiner Armee, um zu sterben. Einen guten, ehrenhaften Tod. Je schneller du mich zu ihm bringst, desto besser. Uiuiui. Wenn ich fragen darf, warum suchst du den Tod? Nur der Tod kann meine Schande tilgen. Hast sicher Schande schon meinen denn? Spitznamen gehört. Arnjolf Vatermörder. Ah, ja. Habe ich mir ehrlich verdient. Tod durch die Hand des eigenen Kindes. Schrecklich. So wird es auch mir ergehen, wenn ich den Krieg verliere. Aber hast du das auch verdient? Was? Ich habe Willem oft ungerecht behandelt. Ich habe ihn gescholten, vernachlässigt, aber... Vernachlässigt? Weib, mein Vater hat mich verprügelt, bis ich grün und blau war und rote Galle gespuckt hab. Hat gesoffen und geprügelt und gesoffen. Mein Bruder Ulf hat er zu Tode geprügelt. Meine Mutter hat sich das Leben genommen. Hm. Ich kenne deinen Sohn ja nicht, aber immerhin dich nur ein bisschen. Und weiß daher, ihr müsst euer Blut nicht vergießen. Ich hab mich gefragt, wofür steht diese Tätowierung auf deinem Kopf? Keine Tätowierung. Runen. Hab ich mit einem Messer reingeritzt. Die Methode spielt keine Rolle. Was bedeuten sie? Gut zielen. Für feindliche Schützen. Ach du Schande. Leider kann's wohl keiner lesen. Jedenfalls nicht auf die Entfernung. Und wenn sie näher kommen, ist es schon zu spät für sie. Bis dann, An. Finde ich cool, dass wir noch mit dem reden konnten. Wie geht's meiner Lieb... Königin im Zeit. Norden, okay. Kann ja, man mit dir noch reden? Rena! Ach, scheiße, ja, das wollte ich nicht. Oha, wie viel er redet. Okay, ich denke mal, das war's. Aber cool, dass wir das nochmal gemacht haben. Wir hätten diesen Dialog gar nicht gemacht, hätten wir jetzt nicht geguckt, ey. Ja, machen wir natürlich. Eure Hoheit, ein Jäger aus der Hütte, ist herausgekommen, um uns zu treffen. Meinte, er habe auf der Jagd ein seltsames, mystisches Objekt gefunden. Könnte ein Teil von etwas Größerem sein, obwohl er sich da nicht sicher ist. Er meinte, es könnte euch interessieren, Majestät, und bietet an, es zu verkaufen. Ja, dann macht das doch. Oh, Drachentraum als Premium-Karte. Die habe ich leider schon, aber halb so wild. Dann würde ich sagen, machen wir mal die Hauptgeschichte weiter, oder? Wir nähern uns dem Teufelsturm, Majestät. Ich sehe noch kein Zeichen von Willem. Kein Wunder. Er kommt immer zu spät. Oder ist es eine Falle? Wir werden sehen. Die Königin hatte bewusst beschlossen,
Willem beim Teufelsturm zu treffen. Der Turm stand auf einer Insel. Kein Feind konnte sich nähern, ohne sich auf einer schmalen Brücke zu zeigen. Es gab kaum genug Vegetation, eine Streitmacht zu verbergen. Eine kleine Einheit könnte zwar unsichtbar bleiben, aber es gab nicht viel zu befürchten. Du sagtest, keine Eskorten, meinte Gascon mit leichter Hinterlist. Aber Vorsicht ist besser als Nachsicht. Worauf willst du hinaus? Meine Wenigkeit und 4 Leute hinter der Mauer. Auf dein Zeichen, irgendeines, springen wir dir zur Seite. Mewe kämpfte mit sich. Gascons Plan war zwar ehrlos, aber gewiss umsichtig. Am Ende nickte sie zustimmend, wenn auch nur zögernd. Naja, wir wurden so oft verraten, da können wir das Willem ja durchaus mal machen. Bald darauf ein. Die schwer gepanzerte Kavallerie im Schlepptau sollte ihm offensichtlich Mut verleihen. Er ließ sie am Fuß der Brücke stehen und ritt alleine weiter. Ein starker Wind vom Fluss hätte beinahe seinen Umhang aus Hermelin fortgerissen. Willem und seine Mutter standen sich gegenüber. Sie starrten sich an, darauf wartend, wer zuerst wegsehen würde. Als das nicht geschah, brach Mewe das Schweigen. Ich habe nicht ewig Zeit. Ich muss mein Königreich befreien. Komm zur Sache. Was willst du? Sag es mir. Hat das nicht mein Bote bereits getan? Das hat er. Und wie? Willem der Erste wünscht einen Waffenstillstand. Nur befindet sich Willem der Erste in keiner Position, um auf Augenhöhe zu verhandeln. Willem der Erste kann höchstens bedingungslos kapitulieren, denn Willem der Erste verliert diesen Krieg. Ach du Schande, Mewe ist voll abgefuckt, ey. Ja, Mutter, das tue ich. Zumindest kann ich dich so endlich zufriedenstellen. Spiel hier nicht das Opfer, wir sind nicht unseretwillen hier, sondern wegen des Krieges. Spiel nicht das Opfer. Was kommt als nächstes? Hast du Verrat begangen, weil Mama nicht lieb zu dir war und keine Gefühle zeigte? Das wäre nicht gerecht. Du hast Regungen gezeigt. Zumeist waren es Herrschsucht und Verachtung. Uiuiui. Aber darum habe ich dich nicht verraten. Nein, deine Entscheidungen waren ganz einfach falsch. Ich hatte jedes Recht zu tun, was ich für richtig hielt. Und ich hatte jedes Recht auf meine Ansichten, die du ignoriertest. Aber hier sind weder die Zeit noch der Ort für so etwas. Verhandeln wir als Fremde. Du sagst, ich verliere. Und das stimmt. Aber noch habe ich nicht verloren und ich werde nicht aufgeben. Ich bin jedoch bereit, dem Kaiserreich abzuschwören und meine Streitkräfte dir zu verpflichten, solange du meine Bedingungen erfüllst. Bin ich noch bereit, dem Kaiserreich abzuschwören und meine Streitkräfte dir zu verpflichten, solange du meine Bedingungen erfüllst? Hm. Ja, was für Bedingungen denn? Erstens, du wirst meine Reformen nicht zurücknehmen, egal welche. Zweitens, du garantierst meine Sicherheit und die meiner Berater. Drittens, ich bleibe dein Erbe und Thronfolger. Willem festnehmen, geil. Deine Bedingungen sind inakzeptabel, ich nehme die Bedingungen an. Oh, Jesus Christ. Also ich finde, die Art, wie er das ausspricht mit den Forderungen, ist ziemlich hochnäsig und dreist, erstens. Zweitens, ihn als Erbe und Thronfolger, dann wird er ja direkt mit Nilfgaard kapitulieren, wenn Mewe irgendwann in die Gefilde der Binsen eingeht. Durch ihr Alter oder was auch immer. Und wir wissen ja auch gar nicht, was für Reformen er alle durchgesetzt hat. Ich meine, auf der einen Seite diese Reform der Nilfgaarder mit den Anderlingen finde ich ganz gut, aber ich wüsste jetzt nicht, oder wir wissen natürlich nicht, was da jetzt noch mit bei war. Ich will ihn festnehmen, das ist echt krass. Wir sagen mal, deine Bedingungen sind inakzeptabel. Das ist inakzeptabel. Nun, versuchen musste ich es. Den Mut kann ich dir nicht absprechen. Hierher zu kommen, mir in die Augen sehen zu müssen, das war sicher nicht leicht für dich. Nein, war es nicht. Wenn die Zeit kommt, wirst du hoffentlich den gleichen Mut auf dem Schlachtfeld beweisen. Ich halte nach deinem Banner Ausschau. Mögen die Götter unseren Disput endgültig klären. Leb wohl, Mutter.
Willem verbeugte sich, drehte sich um und ging davon. Und in Mewe umbrodelte der Zorn nun ein Herz schwer vor Trauer. Kurz darauf brach Mewes Armee zur Burg von Riva auf. Bald würde es zu der alles entscheidenden Schlacht kommen. Ja, das Ding ist, gerade bei Witcher weiß man, die Dinge haben halt nicht immer so ein Happy End, wie man sich das gerne wünscht. Also, ne? Ich meine, gut, in dem letzten Witcher-Teil, hier The Witcher 3, Wild Hunt, war das schon so ein bisschen so, aber meiner Meinung nach, wenn ich jetzt die Bücher vergleiche mit den Spielen, dann sind die Bücher weit, weit, weit aus... Achso, hier ist der Schatz, cool. Den haben wir so nebenbei. Dann ist das, sind die Bücher... Ah, den haben wir jetzt bekommen, sehr schön. Sehr viel brachialer und voller Gewalt im Vergleich zu Dingens, im Vergleich zum Spiel. Also ich meine, das Spiel ist natürlich auch schon brutal und so, aber was so Happy Ends angeht und so, gibt's da nicht viele. Natürlich geile auch und zum Glück ein paar. Majestät? Rhaenar grüßte und schlug die Hacken zusammen. Es sind Bauern aus der Skala-Region eingetroffen, Bittsteller, die euer Gehör suchen. Mewe seufzte. Bittsteller, Audienzen. Diese königlichen Aspekte hatte sie nicht vermisst. Also schön, bring sie her, sagte sie. Aber sie sollen sich kurz fassen. Was wollte ich noch sagen? Achso, ja genau. Und deswegen, finde ich, müssen wir hier jetzt auch nicht immer auf Happy End gehen. Und der Sohn ist einfach komplett behindert, meiner Meinung nach. Der zeigt auch keine Reue, gar nichts so. Und das spielt dann auch keine Rolle, dass Mewe dann keine Gefühle gezeigt hat und so bla bla. Meiner Meinung nach. Und deswegen, scheiß drauf. Ich meine, wir haben ihn jetzt nicht festgenommen, ne? Wir hätten ihn eventuell festnehmen können. Ich weiß jetzt nicht, ob man ihn damit hätte retten können. Vielleicht können wir ihn auch in Zukunft noch retten. Wenn ja, versuchen wir es. Wenn nicht, dann haben wir halt Pech gehabt. Die Bauern wurden von einem drahtigen Imker namens Ethelred angeführt. Sohn von Theobald. Er fiel vor der Königin auf die Knie und schwenkte die Arme, um der Etikette zu entsprechen, so gut er konnte. O Königin, gnädigste Herrin, habt Erbarmen mit uns Habenichtsen. Der Krieg hat uns nichts gelassen außer Brosamen, meist nicht mal die. Wir flehen euch an, tut es nicht. Erhöht uns nicht die Abgaben. Wir können nicht mehr aufbringen als... Was? Unterbrach Mewe. Wovon zum Teufel redest du? Geht sofort weiter. So. Aber euer Dekret, das am Anschlagbrett hing. Der Bauer zog verschämt ein Pergament hervor und zeigte auf einen Absatz. Wir, Königin Mewe, geben hiermit bekannt, dass wir die Steuern und Abgaben verdreifachen werden, so wie unseren Thron zurückerobert haben, damit die Kriegskosten vom gemeinen Volk getragen werden. Geben bekannt, dass wir die Steuern und Abgaben verdreifachen werden, so wie wir unseren zurückerobert haben, damit die Kriegskosten vom gemeinen Volk getragen werden. Hey, aber, ja, das hatten wir auch letztens mal in einer der Folgen davor gelesen, aber meiner Meinung nach haben wir das doch gar nicht veröffentlicht. Wer hat denn das gemacht? Mewe und Rhaenar wechselten verblüffte Blicke. Verstehe ich gar nicht so. Das Dekret war ihnen neu. Und doch trug es Mewes Signatur und Siegel. Vielleicht ist das Wilhelms Werk. Unmöglich, sagte Mewe knapp. Er ist tief gesunken, aber das würde er nicht tun. Wer hat das Dekret dann verfasst? Die Nilfgaarder, sagte die Königin sofort. Sie haben Zugriff auf mein Siegel und meine Schreiber. Sie wollen Angst und Zweifel säen, meine Leute gegen mich wenden. Und sie sind ehrlose Lügner. Die Königin riss das falsche Dokument in Fetzen, wohl wissend, dass das nichts bringen würde. Sie musste die Urheber finden und ihnen das Handwerk legen. Ja, ich habe mir schon gedacht, dass es da irgendjemanden gibt, der da irgendwie seine Finger drin mit im Spiel hat. Das jetzt alles einzusammeln, würde ich jetzt nicht unbedingt machen. Wir können mal gucken, ob wir das Anschlagbrett hier noch bekommen, ohne den Kampf zu triggern. Und dann gehen wir zum nächsten Fragezeichen, würde ich sagen. Ja, Mann, das funktioniert sogar geil.
Sehr schön. Da oben ist nämlich ein Puzzleteil und noch ein Fragezeichen. Das würde ich gerne machen. So Puzzlekämpfe, die sind immer super witzig. Da habe ich richtig Bock drauf. Oh, ein Troll wieder. Geil. Aber der hat einen Menschen getötet. Der Sack, ey. Das gibt's ja nicht. In einer von Rivians vielen Höhlen lebte ein Blender-Troll, den die Bewohner der Gegend Schnüffschnüff nennen. Schnüffschnüff, geil. Er wird oft am Straßenrand gesehen, wo er müde Reisende freundlich grüßt und sie auf eine Schale Suppe in seiner Höhle einlädt. Manch einer nimmt sein Angebot tatsächlich an und folgt dem Troll in sein Lager. Dort müssen seine hungrigen Gäste jedoch bald herausfinden, dass nicht etwa sie in den Genuss seiner Suppe kommen, sondern vielmehr selbst als Hauptzutat in ihr enden. Spiele die Zutatenkarten, die zum Geruch der einzelnen Einheiten passen. Ach du Scheiße. Manchmal ist der beste Ausweg, einen Verbündeten ins Feuer zu werfen. Oh Gott, ey, das hört schon so bescheuert an, Leute. Ich lasse das mal auf, um das zu verstehen. Also spiele die Zutatenkarten, die zum Geruch der einzelnen Einheiten passen. Zutat Speer. Wenn es im Krieg mal ausnahmsweise ruhiger zugeht, sammelt er sogar Pilze und Butterpilze und legt sie ein. Schädel, Alraunwurzel, verdammt, nein, Pilze. Okay, dann haben wir... So, oder was? Hä? Was zur Hölle, was geht denn jetzt ab? Verzehre jeden Zug zu Beginn des Zugs die am weitesten links stehende Karte in der Nahkampfreihe. Handelt es sich um eine Zutat, entferne einen Stärker von der Trollsuppe. Ach so, das heißt, wir müssen mit ihm anfangen, Alchemist. Die Trolle lieben das, weil das zarte Fleisch über viele Jahre in Wurzeln und Kräutern mariniert wird. Wurzeln und Kräutern. Und der hier wahrscheinlich, ne? Ah ja, okay. Als nächstes haben wir den Schleuderer. Stinkt abartig nach billigem Schnaps und vergorenem Knoblauch. Dann kann das ja nur das hier sein. Ja, Mann. Tag und Nacht. Moment. Tag und Nacht stecken sie bis zu den Ellbogen in Leichen. Dieser Gestank ist einfach unvergesslich. Unvergleichlich. Ein Festmahl ist erst dann ein Erfolg, wenn Kadaver zurückbleiben. Du hast Fleisch, aber kein Feuer, um es zu braten. Das sollte dir helfen. Wozu wir das brauchen, würde mich mal interessieren. Jetzt haben wir noch die Pilze. Ja, aber Wolfsmann brauchen wir ja dann im Prinzip noch gar nicht. Der arme Troll. Jetzt haben wir den getötet. Oh Mann. Die hätten ja auch einfach Nein sagen können. Dann hätte der Troll die nicht getötet. Hier war noch irgendwo ein Fragezeichen, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ja, genau hier vorne. Was geht denn hier ab, Leute? Hey da, Mewe! Gascon pfiff wie üblich auf die Etikette. Komm doch mal eben! Ach, wäre es so furchtbar, mich dann und wann mit euer Gnaden oder Majestät anzureden? Ich will nicht kleinlich sein, aber da du es erwähnst, du nennst mich auch niemals Herzog der Hunde. Mewe verdrehte die Augen. Da hat er recht. Raus damit! Meine Jungs sind auf einen Transport der Schwarzkittel gestoßen. Rat mal, was es ist. Gascon gab einen Topf mit einer dunklen, zähen Flüssigkeit. Farbe? Druckertinte. Sie wurde auch bei den gefälschten Dekreten benutzt. Mewe fuhr herum, legte die Hände an den Mund und rief: Renner, lass die Gegend durchkämmen. Wenige Stunden darauf kehrten ihre Soldaten mit guten Nachrichten zurück. Richtig geil hier. Sie hatten eine behelfsmäßige nilfgaardische Druckerei in einer Scheune entdeckt. Bewacht von Elite-Infanterie. Also dann? Gascon legte den Daumen auf die Klinge. Legen wir die Pressen lahm? Klar, Mann. Zeit für einen Widerruf der Nilfgaarder, sagte die Königin und zog das Schwert. Signiert mit ihrem Blut! Mir nach! Das musste sie den Lyriern nicht zweimal sagen. Ja, ist ja... Let's go, komm. Aber voll geil mit diesen Karten, wie die dann immer hier so ein bisschen dann zeigen, wie das ungefähr aussehen könnte, so.
Man fantasiert ja und stellt sich das vor, aber das gibt einem dann nochmal so einen speziellen Eindruck. Ich finde das mal richtig cool. Eine Runde oder mehrere? Man weiß es wieder nicht, ne? Was? Das ist sie! Ja, du Idiot! Sie! Schlag Alarm! 25% ihrer aktuellen Stärke. Ach krass. Eieiei. Das ist viel. Diese Ernte gibt es Schwarzkittelköpfe. Kluge Entscheidung. Nehmen wir die Kollegen mal dazu. Mein Geist ist willig, aber diese blöden Stiefel. Ellard Fane! Okay, wie könnten wir weitermachen? Ich finde, die jetzt zu benutzen macht keinen Sinn auf denen. Zumindest nicht wirklich viel. Wir fangen mal so an. Lyrian! Ach, den können wir nicht angreifen. Ach, wegen dem. Ja. Wir holen den nochmal zurück dann. Und dann spielen wir aus den und dann noch einmal den. Mehr brauche ich nicht. So, in der nächsten Runde bist du Kleinholz, Kollege. Dann können wir die anderen auch wieder angreifen. Fluir in Kerser! Nein, der Penner. Jetzt müssen wir wieder einen anderen angreifen. Oh, das gibt's ja nicht. Ich brauche ein Ziel. Der Sack, ey. Aber durch die beiden, wenn die ja schon sterben, kriegen die ja schon ihr Fett weg. Den mal zuerst. Bam, bam. Spielen wir noch den. Wir zahlen den Stein, dass sie uns verfolgt haben. Die sind echt, die können wir komplett ignorieren. Wir greifen einfach nur die hintere Reihe an. Wie fehlt euch? Der hier wird dann der nächste sein nach ihm. Das war Fail. Wir hätten jetzt erstmal wieder mit dem angreifen sollen. Naja. Man kennt es. Zack. Schon ist er ein Nachteil, der Kollege. Ja, das sind legendäre, okay. Also Bosskarten, dann können wir die auch nicht angreifen damit. Ja, spielen wir erstmal aus. So viel Wut und Leid. Und wofür? Ach, Chase! Geht wenigstens mal die Rüstung von den ganzen Kollegen weg. Zack. Aua. What the fuck? Für alle zwei zerstörten Einheiten verwüstet diese Einheit um 6 und für gegnerische Einheiten 2 Schaden zu. Der Penner, ey, das gibt's ja gar nicht. Wie machen wir weiter? Moment, die stärkste Einheit ist doch die hier, ne? Dann können wir die gleich kaputt machen mit unserem Gift. Alle drei hier und dann sind die beiden auch im Arsch. Ja, Mann. Hehe. Perfekt. Und wieder an die Front. Na, das passt schon. Nice. Zack, zack, zack. Und tschüss. Das haben wir doch im Sack. Ruhe! Oder der Kommissar hört davon. Den spielen wir mal links, aus und den spielen wir mal aus. Links, den spielen wir mal wieder links, zurück ins Deck. Und dann haben wir nochmal die beiden hier. Schütze zu Diensten! Zack. Der Qualm sollte eigentlich nicht sein. Einschränkung, verwende einen Bären. Nehmen wir das nochmal. Zack. Ich denke, jetzt können wir auch passen. Chase! In Twin! Unser neues Deck ist echt
Nicht schlecht, ey. Das hat uns bisher immer geholfen. Diese Kombination mit den Skelligern ist echt nice. Sind wohl Opfer ihrer eigenen Lügen geworden. Ja, Mann, die Propagandatypen hier. Gibt's die Nilfgaarder kämpften verbissen, geführt von einem kaiserlichen Spion. Als er erkannte, dass er bald in Feindeshand sein würde, schnitt er sich die Kehle auf und tränkte das Papier mit seinem Blut. Renard sprang auf ihn zu, um die Flut zu stoppen, doch es war zu spät. Der Spion hauchte gurgelnd sein Leben aus und seine Geheimnisse nahm er mit. Oh je. Mewe nahm eines der frisch gedruckten Pamphlete an sich. Es führte ihre zahlreichen Missetaten auf, tatsächliche wie erfundene. Über dem Text befand sich eine nicht eben schmeichelhafte Darstellung von ihr. Vielleicht sollten Sie etwas von Ihrer eigenen Medizin kriegen. Gascon arrangierte die Lettern zu einem besonders üblen Satz. Ich werde mit den Jungs ein würziges Couplet über Ebdai verfassen und überall verteilen. Sollen die Leute auf Kosten dieses Bettnässers lachen? Ja, der Ebdahi hat ja auch schon sein besiegeltes Schicksal in den Büchern, ne? Um den müssen wir uns ja nicht mal mehr kümmern, das ist ja auch richtig interessant. Und was Mewe ja gemacht hat, ob das was bringt oder nicht, wenn man das am Ende dieses Let's Plays hier noch erfährt, sehr gut, wenn nicht, dann werde ich euch das noch kurz erklären, wenn ihr da Bock drauf habt. Eigene Propaganda herstellen oder die nilfgaardische Duckerei zerstören? Ja. Machen eigene. Die Pressen sollten gut genutzt werden, sagte Mewe. Und es werden keine lüsternen Scherze verbreitet, sondern Fakten. Über die Untaten der Nilfgaarder in Aldersberg. Wie sie in Mahakam und Angren versucht haben, mich umzubringen. Und was den Eroberten blüht. Gascon wurde ernst und legte eine tintenbefleckte Letter weg. An die Arbeit! Ich will noch vor Sonnenuntergang das erste Dokument sehen. Bald hingen in allen Dörfern, Städten und Tavernen Bekanntmachungen der Verbrechen Nilfgaards. Und erboste Rivia stärkten die Armee der Königin nach Kräften entweder mit Geld oder durch ihren Dienst. Mhm. Nilfgaard hat in Rossberg niemanden am Leben gelassen. Nicht mal Frauen und Kinder. Nein. Die Bauern von Bauern von Edirn wurden gefangen und versklavt. Und jetzt hat Nilfgaard mit Rivien dasselbe vor. Kaiser Emhyr war Emrais, ist ein verkappter Vrahn. Verkappter Vrahn, eieiei. Leute, wohin mit dem Gold und dem Holz? Ich weiß es nicht mehr. Und jetzt hat Nilfgaard mit Rivien dasselbe vor. Das ist wahrscheinlich alles zum Herstellen von irgendwelchen Karten, aber... Mein Gott, was für Karten. Brauchen wir alles nicht mehr. Da haben wir noch ein Puzzle, da haben wir noch ein Fragezeichen, noch eine Truhe, noch ein Fragezeichen. Ach krass, das letzte Storystück ist dann echt da hinten. Und dann haben wir auch schon gar keins mehr. Das ist ja schade. Dann geht das ja echt relativ schnell rum hier, wa? Da war noch ein Fragezeichen. Ist nur was Kurzes, dachte ich mir schon. Eure Hoheit, wir haben Leichen in den Zelten gefunden. Sieht nach reisenden Kaufleuten aus. Einige wurden offenbar im Schlaf getötet, indem ihnen das Blut bis zum letzten Tropfen entzogen wurde. Wir haben die Leichname bereits begraben, wissen aber nicht, was ihr mit ihren Waren anfangen möchtet. Wir nehmen sie mit. Weiß zwar nicht, wohin damit, aber wir nehmen sie mit. So, dann haben wir dann noch das Puzzle und dann können wir da hochgehen. Nur gerade überlegen. Achso, bei dem Puzzle müssen wir hier rum. Ist ein Elfen mit am Start bei denen? Rivia, wisst, dass es in diesem Krieg nicht darum geht, wessen Banner wo flattert und wem ihr steuerpflichtig seid. Nein! Es geht um Sein oder Nichtsein. Zwangsarbeit und Massengräber sind euch bestimmt, wie ich in Edirne mit eigenen Augen gesehen habe. Daher rufe ich euch auf, zu den Waffen zu greifen und eurer Königin im Kampf gegen das Kaiserreich zu helfen. Seite an Seite werden wir den Feind wieder über die Yaruga treiben. Kirchenglocken schreiten schon zum Alarm hier. Wir werden euch auf jeden Fall auch helfen, aber leider erst in der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr haltet so lange noch durch gegen die Krabbspinne.
Dann machen wir die mal platt. Bis zum nächsten Mal, Freunde. Macht's gut, haut rein, wir sehen uns.